der Bundeswehr-Pressekonferenz. Ich begrüße jetzt hier zu meiner Rechten Michael Neumeier, der ja, strahlen muss eigentlich, wenn ich das sehe, strahlt auch, klar. Michael, der Formaufbau scheint zu stimmen, was für Olympischen Spiele. Das Podium hier in Wedding kommt genau zum rechten Zeitpunkt. Vor 2 Jahren warst du ja schon mal auch entsprechend in Garmisch-Partenkirchen. Auf dem Podium, hast du vorhin auch schon gesagt. Und muss eigentlich ein sensationeller Tag für dich heute sein. Ja, war ein sehr, sehr schöner Tag, war mein zweites Podium, wie gesagt. Und, ja, die Sprünge werden langsam besser. Und ich habe es im Training schon angedeutet, dass ich gut zurechtkomme mit der Schanze. Und bin voll happy drüber, über das Ergebnis. Und es war von der Stimmung an der Schanze heute ein Riesengaudi hier zu springen. Ja, du sprichst die Stimmung an, ihr habt vorhin schon gesagt, also es ist ja unglaublich, also viele Zuschauer, ihr sagt ja auch immer wieder, das ist für euch eine ganz, ganz wichtige Nummer, dass so viele da sind und dass euch das anspornt. Und dann bei der Teamtour jetzt, also bei den 3 deutschen Veranstaltungsorten, wo sie letztendlich dann hier jetzt die meisten Zuschauer nochmal, vielleicht sagst du auch nochmal, für dich oder auch für die Teamkollegen, was das eigentlich so für euch ausmacht, dass da so eine Riesenstimmung da unten in diesem Kessel herrscht. Der erste Mal Teamtour ist natürlich für uns hervorragend, sind 3 Schanzen in Deutschland mit super Stimmung. Zuerst in Oberstdorf, dann Klingenthal ist auch immer super Stimmung. Und dann der Grüne, der Abschluss, eigentlich Willingen, wo dann die meisten Fans an der Schanze stehen. Und jeder freut sich, deswegen fahren wir auch die komplette Tour durch. Wir werden dann morgen neue Mannschaftsspringen komplett antreten, weil das einfach keiner weglassen will. Das ist, ja, wie gesagt, das ist was, was man unbedingt mitnehmen will und deswegen gehen wir das an. Ja, du sprichst es an, also Teamwettbewerb morgen als großes Finale, der Taylor Fax fürs Teamtour, ja auf der Mühlkopfschanze. Und sicher geht es auch darum, als Team nochmal kompakt zu sein, zu funktionieren, damit eben auch mit viel Selbstvertrauen in Vancouver die Spiele angegangen werden können. Denn nachdem wir im Moment euch wirklich präsentiert, geht es da ja auch für euch ganz klar um Medaillen. Ja, wir waren beim ersten Teamspringen in Kusamo Zweiter. Das war zwar fast überraschend für uns, aber wie gesagt, haben wir eine gute Leistung gezeigt. Dann in Oberstdorf, möchte ich jetzt mal behaupten, mit einem kleinen Rumpfteam von Olympia und mit 2 Nachwuchsathleten, die uns ergänzt haben in der Mannschaft, waren wir Vierter, da haben wir uns ja sehr ordentlich geschlagen. Und morgen geht es darum, ja, da wollen wir nochmal mannschaftlich uns zeigen, eben versuchen, aufs Podium zu springen. Und ja, dann mit dem gestärkten Selbstvertrauen nach Vancouver rüberfahren und dort dann auch um eine Medaille springen. Das ist ja, letzte Frage an dich, bevor ich zum Gregor komme. Heute in einer Woche geht es auf der Normalschanze schon um Gold, Silber und Bronze. Sicherlich auch dann eine Umstellung nach der großen Schanze hier. Wie sieht eure direkte Vorbereitung aus und was rechnest du dir persönlich aus für die Normalschanze? Die Vorbereitung ist morgens Teamspringen und dann geht es am Montag in den Flieger und dann fliegen wir rüber. Wir werden am Montag abends ankommen, Dienstag an die Zeitumstellung gewöhnen und am Mittwoch geht, glaube ich, schon das Training los auf der kleinen Schanze. Da haben wir dann 6 Sprünge und da müssen wir uns so schnell wie möglich drauf einstellen. Aber sollte dann mal kein Problem sein. Wir gehen dann. Gut, Michael, vielen Dank. Ich würde dich bitten, noch 2-3 Minuten zu bleiben, falls noch Fragen von den Kollegen kommen. Weil der Gregor hat ganz wenig Zeit und deswegen möchte ich das auch ganz gerne jetzt vorziehen und den Gregor befragen. Gregor, erstmal noch einen herzlichen Glückwunsch zum Sieg hier in Willingen. Letztes Jahr gewonnen, dieses Jahr gewonnen. Weltcup in Willingen scheint für dich ja Selbstläufer zu sein. Gut für Selbstvertrauen, für Olympia keine Frage. Aber jetzt sag doch einfach mal, was war denn da eigentlich im Finale los? Also, da hat man an seiner Bindung rumgeschraubt und dann musstest du so lange warten. Hast du eigentlich überhaupt keine Nerven, dass du das so cool nach unten bringst? Ich muss ehrlich gesagt sagen, es ist mal zum ersten Mal sowas passiert. Ich habe den Schnee vom Schuh runtergestoßen und dadurch habe ich mir beim Schuh ein bisschen was verletzt, was mich dann gehindert hat, den Bindungstapfen reinzubringen, das Band zum Fixieren. Gott sei Dank war eine Werkzeugkiste oben, was natürlich sehr, sehr gut ist für die Athleten. Der Starthilfe war sehr gut, handwerklich, und das hat mir dann schlussendlich geholfen, ihn reinzutun. Ich muss aber ehrlich zugeben, dass es schon mal eine große Herausforderung war für mich, die Konzentration oben zu halten und wirklich nochmal einen tollen Sprung zu machen. Deshalb habe ich mich auch unten über den Sprung sehr gefreut und war dann vielleicht nicht mehr ganz konzentriert und habe dann unten nochmal den Schnee gesehen. Ja, das ist jetzt meine nächste Frage. Du hast da den Schnee gefasst, als es kein Problem war, bist aber richtig über die Seite gefallen. Sah schon ganz spektakulär aus, ist aber nichts passiert bei der Aktion. Alles in Ordnung. Ja, es ist Gott sei Dank alles in Ordnung. Ich bin zufrieden. Der Tag war eine tolle Leistung im Wettkampf, eine tolle Motivation. Und jetzt habe ich das Vergnügen, die große Ehre heimzufliegen und werde morgen nochmal daheim genießen, regenerieren und am Montag mit dem Wettkampf abfliegen. So you know you are at the top and listening, and when the Deutsche Mannschaft is jumping, it's quite huge to stand on the top of the hill and listen to all the noise.
Die norwegische Mannschaft ist sehr gern hier in Willingen, wegen des großen Publikums und auch wegen dem starken Geräuschfaktor. Und auch von da oben, also weit weg, wenn jemand in der deutschen Mannschaft springt, dann können wir diese ganze Geräusch hören und ja, es gibt uns viel Kraft.